Der Transitgipfel zwischen Bayern, Tirol und Südtirol endet mit einer Absichtserklärung. Die Nachfrage nach Wohnungen und Häusern im Eigentum sinkt. Und das Wetter wird regnerisch. Willkommen bei ORF3 aktuell am Abend. Es ist eine Absichtserklärung, die endlich Bewegung in die verfahrene Transitpolitik bringen soll. Das neue gemeinsame Verkehrsmanagement am Brenner, das heute die Landeschefs von Tirol, Südtirol und Bayern unterzeichnet haben. Der Haken daran ist jedoch, letztlich entscheiden müssen über ein solches Slotsystem die Nationalstaaten. Und da sind einige zurückhaltend. Gemeinsam einen Vorschlag ausarbeiten, anstatt zu streiten. Darin waren sich der bayerische Ministerpräsident Markus Söder, der Tiroler Landeshauptmann Anton Mattle und der Südtiroler Landeshauptmann Arno Kompatscher heute einig. Ein grenzüberschreitendes Lkw-Buchungssystem für den gesamten Brennerkorridor soll Staus und den immer wieder drohenden Verkehrskollaps auf der Strecke vermeiden. Wir hatten ja einige Jahre Funkstille. Jetzt senden wir wieder gemeinsam. Ich glaube, das ist einer der wesentlichen Elemente, die man aus dem heutigen Tag nehmen kann. Auch wenn mit dem heutigen Tag noch nicht alle Probleme gelöst sind, wir bieten an, für uns alle, aber auch für die jeweiligen Länder und für ganz Europa ein Angebot zu machen, eine Idee zu haben, wie man mit der Verkehrssituation in einer der zentralen Verkehrsachsen in Mitteleuropa weiterkommen kann. Die drei Länder wollen den Vorschlag nun auf Expertenebene im Detail ausarbeiten. Dann sind die Regierungen in Wien, Rom und Berlin am Zug, denn umsetzen könnten ein solches Slot-System im Rahmen eines Staatsvertrags nur sie. Und wir bleiben gleich in Italien, denn nur wenige Stunden, nachdem die italienische Regierung wegen den starken Fluchtbewegungen den Ausnahmezustand verhängt hat, werden wieder hunderte Menschen in Fischerbooten gesichtet. Im Vergleich zum Vorjahr seien dreimal so viele Migranten und Flüchtlinge über das Mittelmeer nach Italien gekommen, heißt es von den italienischen Behörden. Der durch den Innenminister ausgerufene Notstand bedeutet vor allem mehr Geld. 5 Millionen Euro sind in einem ersten Schritt geplant. Militärschiffe sollen beim Transport der Menschen auf das Festland eingesetzt werden. Und in jeder Region werde ein Abschiebezentrum entstehen, so der Plan des Innenministers. Denn 90% der Antragsteller hätten kein Bleiberecht. Allerdings, nur die wenigsten wollen auch bleiben. 3 von 4 ziehen in ein anderes europäisches Land weiter. Und in ORF3 aktuell am Vormittag hat meine Kollegin Teresa Kolovic die Migrationsexpertin Judith Kohlenberger gefragt, weshalb Italien jetzt den Ausnahmezustand verhängt und wie sinnvoll es ist, Geld in den Grenzschutz zu investieren. Also die Ausrufung des Ausnahmezustands, die hat vor allem 2 Auswirkungen. Einerseits geht es darum, dass mehr Mittel zur Verfügung gestellt werden, 5 Millionen Euro innerhalb der ersten 6 Monate. Das bedeutet auch, dass Aufnahmekapazitäten erhöht werden, was grundsätzlich zu begrüßen ist. Zweitens aber ermöglicht das auch ein rascheres und stärkeres Durchgreifen, etwas schnellere Asylverfahren und dadurch auch schnellere Abschiebungen. Und Schnellverfahren bergen leider immer das Risiko, dass man auf die Einzelfallprüfung verzichtet. Und die ist eigentlich ein Kernstück des geltenden Asylrechts. Bei Grenzmauernbau sieht man leider auch sogenannte Substitutionseffekte, Verlagerungseffekte. Wenn an einer Stelle die Grenze unpassierbar wird, weil Grenzzäune gebaut werden, dann verlagert sich die Migrationsbewegung auf noch gefährlichere Routen oder beispielsweise vom Landweg auf den Seeweg. Genau das bekommt ja Italien jetzt unmittelbar mit. Also man sieht schon die Auswirkungen. Das heißt, was wir tun auf europäischer Ebene, ist vor allem Symptombekämpfung. Wir bicken ein Pflasterl auf eine klaffende Wunde, das hält dann einige kurze Zeit, aber die Ursache wird nicht angegangen. Und ursächlich Migrationsbewegungen steuern kann man, indem man für legale Routen sorgt, legale Migrationswege, aber auch legale Fluchtwege. Das wäre sehr, sehr wesentlich. Und natürlich geht es auch darum zu sorgen, dass Menschen zunehmend auch in der Heimat noch bleiben können, beziehungsweise auch in der Region unterkommen können. Und da hat sich leider auch in den vergangenen Jahren wenig getan. Es waren lange und zähe Verhandlungen, die den Bürgerkrieg in Nordirland vor 25 Jahren beendet haben. Die USA haben dabei eine entscheidende Rolle gespielt. Daher hat US-Präsident Joe Biden heute zum Jahrestag des Karfreitagsabkommens in Belfast eine Rede gehalten. Dabei betont er, dass es seine Priorität sei, den Frieden in der früheren Bürgerkriegsregion zu wahren. Frieden ist nicht selbstverständlich, betont US-Präsident Joe Biden zu Beginn seiner Ansprache.
Rückblickend vergessen wir, wie hart erarbeitet der Frieden damals war, so Biden. Nordirland werde nicht zurückkehren in eine Welle tödlicher Gewalt. Aber, so Biden, Wirtschaftswachstum und Frieden gehen Hand in Hand. Eine leise diplomatische Kritik, denn derzeit gibt es keine funktionierende Regierung in Nordirland. Die pro-britische DUP verweigert sich aus Protest gegen die bestehenden Brexit-Regeln. Seit dem Friedensabkommen habe sich das Bruttoinlandsprodukt in Nordirland verdoppelt, so der US-Präsident. Und es könnte sich verdreifachen, wenn die Dinge in die richtige Richtung laufen. Die deutsche Bundesregierung will Cannabis noch in diesem Jahr legalisieren. In Berlin wurden heute die entsprechenden Schritte in einem Gesetzentwurf vorgestellt. Doch diese fallen nicht so weitreichend aus wie ursprünglich geplant. Der Besitz von 25 Gramm Cannabis sowie der Anbau von 3 Hanfpflanzen soll künftig für eine erwachsene Person erlaubt werden. Der deutsche Gesundheitsminister Karl Lauterbach fordert eine kontrollierte Abgabe von Cannabis an Erwachsene in klaren Grenzen. Bisher sei die Cannabispolitik gescheitert. Für die geplanten Cannabis-Fachgeschäfte gab es bislang aber noch keine Einigung mit der EU. Die Nachfrage nach Häusern und Wohnungen im Eigentum geht derzeit zurück. Dafür gibt es gleich ein ganzes Bündel an Gründen. Die Teuerung, aber auch die steigenden Zinsen und die Verschärfungen bei der Kreditvergabe führen dazu, dass Kundinnen und Kunden zögerlicher sind und Kaufentscheidungen oft verschoben werden, sagt die Wirtschaftskammer. Johannes Schmerger-Lunder berichtet. Die gute Nachricht vorweg, die Preise für Wohnraum dürften im laufenden Jahr mit wenigen Ausnahmen stagnieren. Die Zeit der starken Preisanstiege ist vorbei. Das sagt die Wirtschaftskammer heute. Was aber bleibe? Ist doch eine gewisse Unsicherheit am Markt. Wir sehen, dass die Nachfrage etwas zurückgeht, hat aber nichts damit zu tun, dass es das Angebot nicht gibt oder dass der Willen zum Kauf, zur Miete nicht da ist. Vielmehr würden die aktuellen wirtschaftlichen Unsicherheiten und die hohe Teuerung dazu beitragen, dass Kaufentscheidungen derzeit oft verschoben werden oder erst gar nicht zustande kommen. Die Nachfrage nach Mietwohnungen steigt, jene nach Eigentumswohnungen sinkt. Durch die eingeschränkte Bautätigkeit werden künftig aber weniger Wohnungen auf den Markt kommen. Wohnraum wird also knapper. Das ist die schlechte Nachricht. Die guten Nachrichten des Tages kommen heute von italienischen Forscherinnen und Forschern. Demnach gibt es EU-weit einen deutlichen Rückgang der Todesfälle durch Krebserkrankungen, besonders in den vergangenen 5 Jahren. Die Gründe dafür sind vor allem ein gesünderer Lebensstil, eine bessere Früherkennung und Fortschritte in der Medizin. Die neue Studie der Universität Mailand bestätigt einen Trend, der sich schon seit einiger Zeit abzeichnet. Die Diagnose Krebs kommt im Vergleich zu früher nicht mehr so oft einem Todesurteil gleich. Die StudienautorInnen rechnen vor, dass die Sterblichkeitsraten bei Krebs in den EU-Mitgliedsländern zwischen 2018 und 2023 gefallen sind. Und zwar um rund 6,5% bei Männern und um rund 3,7% bei Frauen. Außerdem konnten der Analyse zufolge seit 1989 EU-weit rund 5,9 Millionen krebsbedingte Todesfälle vermieden werden. Auch wenn die Zahl der Krebserkrankungen mit einer höheren Lebenserwartung ansteigt, wirken offenbar mehrere Faktoren gegen eine gleichermaßen erhöhte Sterblichkeitsrate. Dazu gehören vor allem in wohlhabenden Ländern eine gesündere Lebensweise, früher gestellte Diagnosen und medizinische Fortschritte bei der Krebstherapie. Im Detail besehen ist Krebs aber nach wie vor nicht zu unterschätzen. Demnach ist Lungenkrebs bei Frauen über 60 zum Beispiel um 1% tödlicher als noch vor 5 Jahren. Umweltkriminalität ist ein weltweit profitables Geschäft des organisierten Verbrechens. Aber auch in Österreich wird sie zu einem immer größeren Problem. Denn hierzulande stehen viele Anzeigen nur wenigen Verurteilungen gegenüber. Die Regierung will nun mit einer Taskforce stärker dagegen vorgehen. Die Tatortarbeit ist auch bei Umweltdelikten entscheidend, die Spurensicherung eine Frage für Spezialisten. Und daher sollen Polizisten künftig stärker auch zu Umweltpolizisten ausgebildet werden. Jährlich gibt es rund 1500 Anzeigen nach dem Umweltstrafrecht. Das sind Beispiele wie illegale Ablagerungen von Müll oder Verschmutzung von Flüssen oder Bächen.
Denn auf frischer Tat ertappt wird kaum jemand. Die Zahl der Verurteilungen mit zuletzt 10 pro Jahr entsprechend niedrig. Wenn es um die Strafverfolgung geht, es ist deswegen wichtig, weil wir auch sehen, wir haben sehr viele Anzeigen und wenig Verurteilungen. Und wir wissen, dass es meistens dann auch zu einer Einstellung kommt oder einem Freispruch, wenn zu wenig Beweise da sind. Eine neue Taskforce soll vor allem das Wissen in Innen-, Justiz- und Umweltministerium vernetzen im Kampf gegen Umweltkriminalität. Im italienischen Trentino ist heute Nachmittag jener 26-jährige Jogger beerdigt worden, der vergangene Woche von einem Bären getötet worden ist. Und mittlerweile liegt auch die DNA-Analyse vor, um den Bären zu identifizieren. Demnach ist die Bärin JJ Four für die tödliche Attacke verantwortlich. Das bestätigt die Staatsanwaltschaft. Die 17-jährige Bärin hatte bereits im Juni des Vorjahres einen Vater und seinen Sohn angegriffen. Die Trentiner Landesregierung hatte damals den Abschuss angeordnet. Die Verordnung wurde jedoch vom regionalen Verwaltungsgericht aufgehoben. Nun soll die identifizierte Bärin erlegt werden. Allerdings, JJ Four ist mit einem Sendehalsband ausgestattet, das derzeit nicht aufgeladen ist und somit keine Daten über die Bewegungen des Tieres übermitteln kann. Und wie das Wetter die nächsten Tage wird, weiß jetzt Vera Gruber. Heute Abend und in der Nacht breitet sich von Westen Regen aus. Entlang des Alpenhauptkamms regnet es kräftig. Noch teilweise trocken bleibt es im Südosten. Morgen erfasst der Regen dann das ganze Land. Die größten Regenmengen kommen im Süden zusammen. Mit Westwind kühlt es ab. Höchstwerte nur mehr 4 bis 10 Grad. Im Westen schneit es teilweise bis in die Täler. Zum Abend hin dann auch stellenweise im Süden. Das richtige Wetter also zum Fernsehen, zum Beispiel Kultur heute. Was die Kolleginnen und Kollegen heute geplant haben, sagt Ihnen jetzt mein Kollege Patrick Zwerger. Mezzosopranistin Elina Garance hat das Programm für die Konzerte Klassik unter Sternen und Klassik in den Alpen präsentiert. Und bei unserer Reihe Land der Bühnen besuchen wir das Stadttheater Kufstein. Das und mehr ab 19.45 Uhr in Kultur heute. Vielen Dank, Patrick. Gleich im Anschluss sehen Sie die Nachrichten in einfacher Sprache. Und wir sind morgen ab 9.30 Uhr wieder mit den wichtigsten Nachrichten des Tages für Sie da. Bis dahin noch einen schönen Abend und auf Wiedersehen.